Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Fallout 76 mit Okay. Viraxo LP, Hi. Der schon wieder. Psycho Schon wieder. Dead Hi. und dem Quincy 6860. Ja, jetzt schüttel ich den Kopf. Nee. Warte, hier wieder blöde Witze. Das kann ja nicht wahr Was sein. ist denn das hier? Okay, weiter geht's. Na kommt, na kommt. Ja. Tschüss. Du hast auf mich geschossen gerade zwischen den Wolken. Das würde ich mir nie erlauben. Ah ja. Niemals. Lügner, Lügner. Lügenpresse, Lügen. Geil. Oh, hier ist so ein schöner Was ist denn das? Wie nennt man das, wenn das so irgendwie durch abgestürzte Dinge so weggeschabt ist? Wie nennt man das nochmal? Furchen. Ein Ja, reingefurchter Furchen, Trampelpfad. Ein reingetrampelter Furchenpfad? Ja, ja. Ja, genau. genau. Oder so. Wo ist jetzt die Wo ist deine Markierung? Ach, da. Okay. Ein reingefurchter Trampelfurch. Sehr schön. Oh, mein. Achtung. Los, kommt. Steigt ein, Leute. Ach, ne, geht nicht. Ah, Oh. Was? Hä? Schießt er noch? Oh, Ah, okay. Alles klar. yeah. Sauber. Ja. Sauber. Das Ding ist Oh, wie der rennt, ey. Das sieht so cool aus, ey. NCAB, sag ich nur. NCAB. Sag mal, Was warten denn? wir oben nicht schon mal? Ja, wir schon, vor ja. Ach ja, natürlich, ihr wart. Was Nein, habt ihr wir nicht. gestern eigentlich Nein, angesehen? wir waren hier nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte Jetzt. mal. Ja, ich glaube, das sieht nur ähnlich aus. Ich Ja, das sieht glaube, nur wir sehen ähnlich uns aus. Ach, nicht. mit der Ja, das sieht Statue, wa? wirklich ähnlich Ja. aus. Okay. Ja. Also wirklich ähnlich Nein, wir aus. sind wirklich tatsächlich und Ja. wirklich Ich und habe wir auch sind gerade nochmal auf die Karte unschuldig. geguckt. Wir Das waren hier beruhigt wirklich mich. nicht. Das Stimmt beruhigt schon. mich. Das beruhigt mich. Nein, wir waren hier Thorsten? nicht. Nein. Sag mal, Wenn das ist Thorsten ein. sagt, da kann ich nicht viel drauf geben. Thorsten war hier bestimmt allein, aber ich war auf jeden Fall nicht allein. Natürlich. Ich habe Super. zu viel Angst, das Spiel alleine zu spielen. Ha! Haha! Ist Hahaha, klar. sagt der schon zum achten Mal sein Haus umgebaut hat. Ja, Aber zumindest in den echt, Folgen. der hat voll die Riesenvilla gebaut, da echt. Naja, Ja, im ja, ein bisschen Glockenturm. protzig ist sie, okay, aber Ja. Entschuldigung. Als sie sich aber über meine kleine Burg da beschweren. Aber echt, baut doppelte Burg. Also, ich will ja tatsächlich Unglaublich. noch ein Ja? Jacuzzi einbauen. Ui. Aber ich denke mal, da stoße ich auf absolutes Verständnis, ne? Klar, warum nicht? Wir wohnen ja bei dir nicht. Das Eben. haben wir auch noch nicht. Hier müssen wir hin, ne? Na gut, da müssen wir hin und hier ist noch ein Ja, das ist Umspannwerk. richtig. Wir müssen Das mal müssen wir richtig aber auch sparen. untersuchen hier, das hilft jetzt nicht. Ja, das ist Ach, richtig. das ist Umspannen, sind Sie? Da, wo auch schon wieder ein paar Verbrannte rumlaufen. Was, es laufen da schon Das. wieder rum? Ja, da habe ich gerade eben einen durchschleichen sehen. Was? Verbrannte? Ach, die sind Ja, okay. ja. Das sind Kumpels. Das ist Familie. Ah, das sind Ja. Level 12 Radmischkühe. Ja, Aber nicht nur. Gott, oh Gott. Ah, die killen sich gegenseitig. Der ist Level 32. Ja, aber. Ist heftig. Sehr gut. Ja. Hatte der Na, irgendwas wo dabei? ist der? Gar nichts. Der Weiß hatte ich nicht. nichts. Level 32 und nichts dabei. Deswegen hat er mit blanken Händen geholt. Oh Gott, ey. Der Ich bin arme auch ein bisschen Schwein. schwach. Ja, richtig schwach. Ach, Radtischfleisch, hier ist Leder, brauche ich endlich Ja, Leder das ist und richtig. berechenbare Na. Radtür. Ist auch leer. Sag, bitte. Okay. Guten Tag, was ist hier los? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Die haben plötzlich aufgemöpft und gemopft und gemöpft und dann haben sie mich gemobbt. Schrottpatronen hat der hier. So, Gelbe was ist das Farbe, toll. hier? Ich habe gelbe Farbe gefunden. Ich will nicht mit dir handeln. Großartig. Was Kronkorken, ist das gelbe für ein Farbe Bild? nicht. Kannst du ein Bild malen? Das finde ich aber Ja, gut. ja, ja. Vielleicht ist ja Blei drin, wer Ich weiß. mache mal die Tür zu, Ah, stimmt ist auch so. nicht schlecht. So, wollen wir das Kraftwerk wieder in Betrieb nehmen oder was ist das? Ich muss mal! Können wir machen. Theoretisch. Oh Leute, entschuldigt mich mal bitte. Ja, was denn? Achso, ja, er sitzt ja natürlich. Was frage ich noch? Hier ist Pulverschere. So.
wieder 5 Hirschkühe inhaliert. Du willst uns doch nicht ernsthaft erzählen und erklären stimmt. wollen, dass das so leise bei dir abgeht. Doch. Nein. Doch. Nein. Nee. Doch. Nein. Niemals. Doch. Ach hier, der hängt immer auch locker ab. Das ist doch cool. Ob der nicht an der Strahlung gestorben ist? Nein. Würde ich auch sagen, ne? Der hat sich doch hier irgendwas verbrannt. Das sehe ich auch. Oh ja. Oh yeah. Sogar der Schraubenzieher hängt da noch dran. Alter. Der hat ein Problem gehabt. Oh. Ah, geil. Oh. Geil. Der hat ein Problem gehabt, der Junge. Ja. Der wollte was reparieren. Kann man hier nicht irgendwo hochkrabbeln? Nee, ne? Das hätte er lieber lassen. Es gibt gebrutzelt. Dose. Aluminiumdose. Wo? Aluminiumdose. Dose. Soll ich dir Aluminiumdosen vor die Füße schmeißen? Kann ich gerne machen. Brauchst ja immer viel Alu. Gegen Kopf. Hier hast du eine Aluminiumdose. Kann ich auch gegen Kopf schmeißen. Ja, ja. Dodo. Sag mal, hast du gerade im RL auch das, was ich gerade denke? Hast du gerade in die Hose? Nein, ich will es gar nicht wissen. Manche Leute haben da tatsächlich in ihrem Rechner eine Flasche stehen. Mit gelblichem Inhalt. Oh, das finde ich aber schon ein bisschen heftig. Das ist schon ein bisschen heftig, ja. Ein bisschen sehr heftig. Ja. Also ja. Kann es echt übertreiben. Bloß um nicht aufzustehen. Das ist unglaublich. Hier ist. Kann man das? Kann man nicht. Baumharz, ne? Schade. Nee, hier dieses komische Ding. Kann man das betätigen? Ah. Nee, leider nicht. Nee, ich handle jetzt nur noch. Nee, keine Ahnung. Was ist denn das? Ein Sender. Ab jetzt will er nur noch handeln. Ja, das ist so ein. Oh. Das ist ein Ganove, wie im Buche steht. Ich sag's ja immer wieder. Ja. Aber wir sind gleich da. Keiner weiß ja, es. Ja, komm mit, du Ganove. Oder oben. So. Oh. Mein Mini-Atomschutzbunker. Oh, 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 oh. Hier sind doch bestimmt Freunde. Hier ist irgendwo ein Radio dran. Und eine Freundin. Seid mal bitte so nett. Ja. Warum hat nicht jemand drin mit Cheer? Atombunker für also der hat's, der scheint es ja nicht überlebt zu haben, der Junge hier in dem Atombunker. Station Sundop. Oh, die scheint es auch nicht geschafft zu haben. Die hängen hier einfach so faul rum, ne? Ja. Alter, hängen hier ab, ja. Ah, die sind echt sehr hübsch. Sehr hübscher Schmuck, muss ich schon sagen. An den Bäumen. Okay, ja, das muss ich auch sagen. Sieht sehr attraktiv aus. Solche Leichen. Aufgespießt, sehr schön. So stellt sich wahrscheinlich der Axel Voss, die hiesigen YouTuber. Ja. Alles Bots. Oh, Station Sunny Top. Das auch. Station Sunny Top, ja, genau. So stellt er sich das auch vor, wahrscheinlich. Ja. Sehr traurig. Ach, hier, Martin. Ja. Du wolltest doch handeln und kaufen und was weiß ich. Ja, sehr gerne. Da ist er. Da ist er. Und ich kann hier alles reinschmeißen, was ich reinschmeißen will, endlich. Alter Falter. Da können wir hier endlich unser Inventar lernen. In das Gruppen zu gehen. In meine leere Kiste, in meine extrem leere Vorratskiste. Überhaupt dort herauszugehen. Alles leer. Also besorgen Sie sich. Da drei Stimpacks. Die nehme ich mal alle mit. Mhm. Gut gebraucht. Die Giftmüllfässer schmeiße ich da auch rein. Die wiegen gar nichts. Das sind Questsachen, ne? Ja, das sind Questsachen. Muss man die entsorgen, irgendwo reinschmeißen? Du hast die hättest du bei den, da wo wir sie eingesammelt haben, da war eine Mülltonne irgendwo hinter dem Haus und da hätten wir reinschmeißen. Die war doch aber nachher abgeschlossen, weil wir sie zusammen gemacht haben, ne? Kann sein, ja. Die noch? Aber ich glaube, wenn du sie nochmal machst, dann wenn sie noch als Quest offen tatsächlich, hast. Tatsächlich, ich hab noch 21 Stunden Zeit, um die Quest zu erledigen. Sehr schön. Na gut. Und dann muss man sie wahrscheinlich nochmal machen, ne? Hast du jetzt was gekriegt an Munition? Ja, Munition habe ich nicht gekauft. Ich habe Steambags gekauft und Nuka-Cola. Hier, Ammo. Hier kannst du aber Munition. Ammo kann ich auch kaufen. Warte mal. Ich will nicht ohne Ende Kronkorb raushauen, aber ein bisschen werde ich kaufen. Ah, die sind doch billig hier. 5 Kronen und 12 Kronen. Oh Gott. Schrotpatronen kosten 5 Kronen. Eine. Das stimmt. Ja, das ist sehr viel. Das ist wirklich alter Verwalter. Das ist Bucher. Bucher. Nee, also das würde ich mehr mit dir handeln. Sie Munition. Bauplan. 10 mm Ecke. Oder Spitze. Es kostet ja nur 99 Kronkorb. Also das wäre auch zu fett. Stein-Set. Also sehr teuer. 1,80 Euro. Alter. Sie was? Räder-Unterwäsche.
Oh, hast du alle gekauft? Ich sehe nämlich gar keine Schrotpatronen mehr. Was? Mhm. Ja, Unterwäsche müsstest du da noch finden. Ja, was interessiert mich denn die Unterwäsche? Da sind Schrotpatronen, ich hab die nicht gekauft. Was ist eine M79? Nein. Also ich sehe die nicht, ohne Scheiß, kein Witz. Ich sehe die nicht. Krass, okay. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Was ist eine M79? Ne, ist das eine Mine oder was? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich glaube eine Waffe, aber ich bin mir nicht sicher. Tausche Kronkarten gegen Teppich Z2, Sturmgewehr, grimmiger Verschluss. Tausche grimmiger Verschluss. Ja, ganz grimmiger. Ich muss niesen. Gesundheit. 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 Auch mit der Rüstungstransport poliert. Oh, schon wieder 5 Kilo überladen, ey. Dackkabuze. Oh mein Gott. 5 Kilo überladen? Ja, ich. Oh. Radiumgewehr, Alter. Ein Radiumgewehr? Ja, aber. Da kannst du Radio mithören. So. 36 Schaden plus 13 Strahlungsschaden. Ja. Selbst eigener Schaden, ne? Was? Eigener Strahlungsschaden oder was, ne? Ja, ja. Es gab ja so eine Waffe, wo du selbst Strahlungsschaden erleidest, wenn du sie abfeuerst. Nee. Feuert 45er Munition ab, aber ist 45. Zweiter Hand. Größtenteils. Oh, der quatscht schon wieder so. Hätte hier aber mit Gegnern gerechnet, du. Ja, hier ist auch ein Handelsboss. Ein Handelsboss. Ich hätte hier mit massiver. Gegenwehr? Ja. Alter, Grumhauern schon gibt es 6 Kronkorken. Nee. Hier ist das nichts. Aber in der Eisenbahn müsst ihr hier langkommen. Sollten wir warten hier oder. Weiß ich jetzt nicht. Wir könnten hier auf den Zug warten. Streif am Horizont. Wo ist denn mein. Mein Torso? Das Adiktol ist der Hammer, aber wisst ihr, wie wertvoll das ist? Ein Adiktol hat einen Wert von 60 Kronkorken. Voll geil. 60 Kronkorken. Adiktol? Ja, ja. Kannst du verkaufen? Aber der Händler zahlt nur 8 dafür. Ja, das meine ich nämlich. Ja, ja. Oh, was das wollte ich gerade sagen. Weil ich habe gerade meinen hier am Start und verkaufe den gerade für 24 insgesamt. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass das ist nämlich das Mist. Das ist echt Mist, weil das ist lächerlich. Ja. Nur ein Scherz. Wozu schreiben wir dann? Sie 60 Kronkorken wert, wenn du nur 6 bekommst. Ja, groß. Ja, ich weiß auch nicht warum. Vielen Dank. Fehler. Aber besser, ja. es bringt mehr, wenn man wirklich Rohstoffe verkauft. Ja. Aber die brauchen wir ja selber. Das stimmt. Ja, Silberschrott brauche ich jetzt nicht unbedingt und Gold auch nicht. Der Verkäufer haftet nicht für ihre Sicherheit oder die Sicherheit der erworbenen Waren. Marc, hast du keine 10mm Patronen mehr? Martin? Doch, warum? Nee, Martin? Weiß ich nicht. Ich guck gleich. Ich hatte dir auch eine Maschinenpistole geschenkt? Ja, ja, kann sein, dass ich irgendwo welche habe. Warte mal. Diese Verkaufseinheit verfügt über Anti-Diebstahl-Vorrichtungen. Cool. Kommen Sie nicht auf dumme Gedanken. Ach ja. Wir bitten darum, nicht auf Kiste andere Kunden während ihres Einkaufs einzustechen. Hier 8 Kronkorken, Adiktol, Scherzbolzen. Und 838, wenn du es kaufst. Ist das ein Mist. Starren Sie mich an? Ja. Wie wär's, wenn Sie was kaufen, statt nur zu starren? Starrer. Was ist eigentlich? Buffout braucht man nicht, ne? Buffout? Also ich hab's nie gebraucht. Wahrscheinlich dann später zum Craften irgendwas. Mit Sicherheit. Ich hab das auch nie gebraucht. Holen Sie sich hier Ihre Plünderausrüstung. Oder Plünderausrüstung. Kleine Wackelpuppe. 13 Kronen, aber die baue ich selber. Plus 20% ballistischer Schaden. Aber deshalb muss man kurz erschaffen. Ich habe eine Laserpistole in der Hosentasche. Warum habe ich eine Laserpistole in der Hosentasche? Ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Da kommen gelegentlich Dinge. Haben Sie einen schweren Tag? Hä? Ja, habe ich. Achso, die ist sogar bei mir favorisiert. Wie kommt das? Sich? Bürgerkriegsanzug. Alles mit zurück zu schleppen. 13 Kronen, den verkaufen Sie es hier? Oh, ich habe schon 10mm Patronen habe ich. Also ich habe 25 Stück auf jeden Fall. Alles brauche ich ja nicht hier.
Gasmaske. Haben Sie einen Ich habe einen fast leeren Fusionskern, für den bin ich Gläser, Jacke und Jeans. Ich habe 81 Euro bekommen und da ist fast nichts drin. Keine Lust, verkaufen. Wahrscheinlich wird alles haben wollen. Mit zurück zu schleppen. Das wäre ganz gut. Verkaufen Sie es hier? Ich verkaufe es jetzt hier. Jetzt verkaufe ich es hier. Ich verkaufe Bitte es. Bitte möchte gern Landfinger werden Alter, durch Alter. Verlust besagter Finger bestraft. Durch Verlust besagter Finger. Okay. So, mehr brauche ich nicht verkörpern. Kann man den theoretisch ausrauben, dass wir das Ding killen und uns alles holen? Geht wahrscheinlich nicht. Mach doch. Schön wär's, oder? Ja, da kriegst du wahrscheinlich. Ja, diese was ist das? Das ist wahrscheinlich ein Gesuchtstatus. Das war's auch schon. Das hattest du ja auch noch nie gehabt, deswegen. Zu meiner Verteidigung, ich hab dieses Ding nur berührt und dann, dann ging's schon ab. Dann ging die Luzi ab. Ich werde ihm mal eine doppelläufige Schrotflinte verkaufen. Mal sehen, was er dafür bietet. Achso, du bist jetzt dran. Ja. So, warte mal, ich versuche mal. Ich glaube, den kannst du gar nicht abschießen, weil du hier auch gar nicht reinkommst. Ich glaube. Da durchschießen kann man nicht, ne? Da passiert auch nichts. Ah, das kann gut sein. So, warte mal, ich würde es trotzdem nicht ausprobieren, weil ich möchte nicht beerdigt werden. Ich möchte nicht mehr. Du möchtest nicht beerdigt werden. Ich möchte auch nicht gesucht werden. Doch, später schon, aber noch nicht. Die Zeit ist noch nicht. 726 Kronen besitze ich. Warte mal, Alter, ey, warum? Ich bin ja ein Raffi. Was ist das denn? Oh mein Gott, ey, warum? Alter, Raffkopf. Das wird mir nicht mal angezeigt. Also, meine Fusionskerne werden mir nicht mal angezeigt. Das heißt, ich kann die mit den Dingern nicht mal handeln. Was das ist kann das so sein, ja. Alter, das ist ja totaler Blödsinn. Ja, da fehlt noch einiges. Boah, wozu wird denn der Wert angezeigt? Wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, Marc. Das ist irgendwie noch nicht, sag ich mal, fertig programmiert, ne? Mhm. Ja, ich glaube ja. Ich penne jetzt gerade, guck an die Decke. Alles klar. Hab mich aber gerade erholt, AP sind hoch, meine Gesundheit steigt. Natürlich guckt er an die Decke. Ja, ne? Ja. Schnarchen tut er auch. Sehr gut. Hey, boy. Kann ich auch mal verdicken. Und. Aufgewacht. Komm, jetzt bist du ausgeruht, Alter. Los, komm, aufstehen. Fertig werden, Jung. Was wollte ich noch loswerden? Ach, Schrott. Ja, Kleber. Also nun könnte er tatsächlich... du fühlst dich gut ausgeruht. Auf diesem Muffbett hier. Boah. Was kostet 38er Munition? Das war die... das kann die Welt so los. Große Menge Gummi, große Menge Stahl, 71 Kronkorken. Okay. Und dann möchte ich mal auf. Lass mal gerade atmen. Geil, endlich keine Partiken. Molotov-Cocktails. Ey Leute, das ist gar nicht so schlecht. Also hier kosten 30 Stück Stahl 71 Kronkorken. Ja, aber du brauchst ja die Stahldinger auch zum Craften im heimatlichen Gefilde. Ja, aber das ist doch völlig egal. Du kannst die doch kaufen und dann tust du die irgendwo in eine Kiste oder nimmst welche mit und dann hast du auf Vorrat. Weißt du, was ich meine? Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ach, kaufen willst du die? Ja, ja. Ist ja gar nicht so schlecht eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Was würdest du jetzt kaufen? Nee, große Menge Stahl, also 30 mal Stahl für 71 Kronen kaufen. Ist gar nicht mal so teuer. Okay. Okay. Nur das ist, bedenkt, dass das nur für mich so billig ist, weil meine Karten beim Handeln auf Stufe 3 sind. Bei euch wird das wahrscheinlich viel teurer sein. Ja, ich habe auch meine Handlungsstufe hochgeschoben. Ja, auf 3? Auf 3? Weiß ich jetzt nicht. Nein, warte mal, ich muss mal gucken. Ich bin auf 3. Ich bin Meisterhändler Stufe 3. Ja, sowas habe ich auch gemacht. Ja, das macht echt Sinn. Also, Big Sale. Ich würde gerne den Vergleich wissen. Wie Raxo, hast du Meisterhändler auf Stufe 3? Wenn nicht, ich würde gerne wissen, wie viel das Zeug kostet ohne Stufe 3. Nee, habe ich doch nicht. Weiß gerade gar nicht. Nee, das habe ich doch nicht. Nein, habe ich nicht. Beim Verkaufen und Kaufen erzielst du bei Händler jetzt bessere Preise Stufe 1. Ja, das habe ich ja, weil ich das alles. Ich habe okay, dafür warte, aber dann, alle Getränke dann, löschen. Dann sag mir, wie viel kostet Stahl für dich? Guck mal, beim Munitionsautomaten, das interessiert mich jetzt, Thorsten. Okay, mach mal bitte. Ja, ich. Ja, komm mal rüber. Ach, da seid ihr. Da seid ihr. Der Junge ist der Kleine. Sie so, was soll ich jetzt Stahl kaufen? Nein, nicht da.
Ich will erstmal was verkaufen. Ja, ganz ruhig. Der macht mich fertig. Waffen, Kleider. Was ist das für eine Stufe, machst du das? Das ist Thorsten, das gemacht. Ich will eine Schrottflinte. Brauchen Sie. Bevor etwas ich ihn gefragt habe, hatte ich volles Haar. Das sagt schon alles. So, ja, machst komm, du das? Wo denn? Hier. An dem Automaten. Was kostet für dich eine große Menge Stahl? Das würde mich hier echt interessieren, ja. Also ich würde 71 Kronkorken bezahlen. Was würdest du bezahlen? Bei Schrott meinst du jetzt? Große Menge Stahl. Ja. Ich bezahle 83 Kronkorken. Echt? So wenig? Ja, meine ich, das macht einen Kohl, ich fährt. Deswegen. Krass, das ist doch 12 Kronkorken weniger. Ja. Niemals. Oh mein Gott, ich habe mehr erwartet, ganz ehrlich. Darum sage ich ja, das bringt nichts. Ja. Die Bruderschaft müsste hier in der Gänge sein, glaube ich. Ja, scheiß drauf. Nee, dann lass mal. Dann lassen wir das mit dem Stahl erstmal. So, ich habe eh genug ausgegeben. Ich bestimmt, ich habe 100 Kronkorken. So, wollen wir hochgehen da oben? Den Packs und Coca-Cola. Also. Ja, können wir machen. Ja. Aber wie ragst du es denn noch irgendwas da machen? Ja, wir warten ja auf ihn. Alles klar. In der Ordnung, Entschuldigung. Kein Problem, alles gut. Lass dir Zeit. Ja, wirklich. Ich meine das ernst. So. Oh. Wo sind die? Der Quinzel ist da schon abgehauen. Ich denke, die Bruderschaft ist hier. Ja, schon fast auf einer anderen Map, ey. Nee. Hier ist keine Bruderschaft. Hä? Aber ihr hört sie doch auch, ne? Ich höre gerade ehrlich gesagt gar nichts, außer ein paar Grillen oder sowas. Ne, Grillen wollen wir jetzt nicht. Wir sind doch ein Fallout-Spiel. Na los, lass es hier rübergehen. Du bist der Knaller, ey. Grillen wollen wir jetzt nicht, wir sind beim Fallout-Spiel. Ah, die geilste Antwort überhaupt. Was denn? Das war echt geil. Das kommt gut auf der Hoffnung. Oh. Ja, schon hier nur Grillen. Ja, nee, Grillen wollen wir hier nicht. Das ist beim Fallout-Spiel. Okay. So. Ah, ja, Supermutanten-Catchen, sehr gut. Supermutanten-Catchen. Da rennt der Zeigut jetzt schon wieder vor, ey. Kämpfer, ja, das ist. Warte doch erstmal. Das sagt ihr richtig. Ich würde niemals vorbrennen. Oh, der sieht cool aus. Sehr gut. Ist das schon erledigt? Ja, den haben wir platt gemacht. Der war doch aber nett. Ah, das will ich doch gar nicht aufnehmen. Oh, ich hasse es. Ich habe schon wieder 38er Munition aufgenommen. Da freut er sich wieder, doch. Verrückte Welt. Verrückte Welt. So. Wo du hin? Durch oben. Ah, der ist oben. Ich glaube, der ist oben im Haus. Ja, langsam, aber sicher kriegen wir alle aus. Wo sind wir denn jetzt hier? Bei Funny Tops James oder wie heißt das? Irgendwas mit Pistenstand. Ich guck hier unten erstmal. Ja. Ich glaube Funny Top Pistenstand. Oder ist er schon wieder mit seiner, seiner Laserwaffe in der Gänge? Funny Top Pisten, also wegen Sheet. Scheiße. Ich hab die Probleme. Nein, ich bin erledigt. Tot. Ich bin auch erledigt. 27 Sekunden on. Was macht ihr denn da? Ja, das ist nicht so gut. Das habe ich irgendwie verpennt. Aber ich erhole mich gerade wieder. Meine Gesundheit, die pusht sich hoch, obwohl ich sterbe. Ja, meine geht auch hoch. Kannst du dich bewegen oder so? Kannst du dich bewegen oder so? Nein, obwohl ich sterbe. Ich sterbe. Ich kann da nicht aufstehen. Hä? Wie geht das denn? Warum geht meine Gesundheit hoch? 3, 2, 1. Also, geht so weit. Erschossen. Erschossen. Was ist das denn? Ganz komisch. Ich habe auch nicht gesehen. Meine Gesundheit geht hoch, aber ich sterbe, okay? Ja, wir wurden von Supermutanten überrascht. Die haben uns leicht. Ich trampel die auch mal noch rum, ey. Alter, Falte. Ja. Ich spawn da auch mal. Der freut sich, der kleine Viraxo. Ja, natürlich, klar. Natürlich, Schadenfreude. Aber klar, ja, sicher.
Weil sie mich hier zurücklassen? Ja, das war aber Thorstens Idee, nicht meine. Wie du, ja, wo bist du denn? Du bist immer noch unten? Ja, immer noch. Ach, du ja. bist immer noch beim Basteln. Oh. Ja, natürlich habe ich doch. Wo ist das wohl auch schon zwischendurch? Ja, komm, erwähnt. Zeit, oder warten wir auf ihn. Er ja, ist noch ein bisschen Fall, beim Basteln. Ja, auf jeden Fall warten wir. Nerv. Was machst du denn da? Ich bastel. Oh, bitte. Ich bastel doch nur ein bisschen. Kannst du noch mit diesem basteln dürfen? Ich bin sonst auch dabei. Oh, cool. Okay. Ja, was denn? Ich jetzt 61 Schuss, grob Munition habe ich. Das ist gut. Darf man die durchladen? Gleich mal durchladen. Ja, 50 Schuss. Die... Ja, komm. 100 Kronkorken. Lass uns mal. Und ich? Das sind wir noch beim Handeln. Ich habe alles verkauft. So, den hier. Oh, hier könnt ihr auch noch was laden. 12 Schuss. 12 Schuss nimmt der. So, den. Ja, liebe Zuschauer, wir sind hier schon wieder an dem Ort, den ihr schon kennt. Wir haben auch schon zwischendurch gekämpft. Das macht gar nichts. Ja. Viraxo ist hier noch zum Teekränzchen. Ja, natürlich. Der kleine Viraxo. Ja, ich bin ja auch nicht gestorben, ne? Ja! Vor allen Dingen, jetzt leuchtet mir das ein, ich denke, wieso stirbt Psycho? Ich habe erst gedacht, Martin, ich habe gedacht, dass Marc was? Hinter dir ist. Da ist ach so, nee. Lalalalalala. Hört das, ich meine, du hast bestimmt das Geballer gehört, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Diese Doppeldeutigkeit, er ist komplett zurückgeblieben. Der ist wieder komplett zurückgeblieben. Ja, der Marc ist komplett zurückgeblieben. Komm jetzt! Oh, ich liebe diese Doppeldeutigkeit. So. Alter, ja. Was ist denn hier? Da kamen die Supermutanten und haben uns leicht aufgemischt. Ja, da waren wir ein bisschen schwächlich. Ja, da wo ist denn meine Waffe? Da haben wir zu wenig Mutanten Fleisch gegessen. Das ist genau. Dann werde ich jetzt auch erstmal meinen Stufenaufstieg feiern. So, wo baller ich das rein? Charisma ist Quatsch. Stärke. Ah ja, cool. Stärke. Oh toll, ich habe meine Hauptwaffe habe ich. Oh, hab ich Munition verloren. Für ballistische Waffen wiegt 45%. Du brauchst kein Charisma, weniger. Du hast so viel Charisma, du brauchst Waffengurt. Das wäre gefährlich sogar noch mehr. Ballistische Waffen? Das ist doch alles was. Wieso wiegt die Munition überhaupt was? Oh Gott. Warte mal. Ich kann Rang erhöhen bei Improvisationstalent. Denn Improwaffen verschleißen 20% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Rüstung wiegt 25% weniger, das ist doch gut, ne? Ja, das gönne ich mir. Deine Schrotflinten verursachen nun 10% mehr Schaden. Ich habe eine Waffenwerkbank zufällig. Ich brauche, ich muss mir ein neues Jagdgewehr herstellen. Ja, ich weiß nicht, wo das andere hin ist. Ich habe extra aufgepasst, dass ich nichts demontiere. Mhm. Aber es wurde scheinbar dann doch demontiert. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. 30% weniger, okay. Haben wir hier denn irgendwo eine Waffenwerkbank? Gegenstände wiegen 25% weniger, deine Nahkampfwaffen. Nee. Brauchen wir nicht. Kampftraining? Nee. Ist das wichtig? Nee. Was? Die Richtung eines Kronkorkenvorrats wird per Audiohinweis angezeigt. Das braucht man nicht. Dann Körperteilschaden wird um 30% reduziert. Das ist auch nett. Ja, sowas ist immer nett. Auf jeden Fall. Unbedingt nehmen. Da kommt wieder ein Supermutant. Warte, ich hab das erstmal genommen. Ja. Schnell. Supermutanten Biest geht zu Viraxo, alles gut. Das ist gut. Weil Viraxo, der darf das. Macht mir gerade gar nichts. Nee, du bist wieder weggegangen. Ja, so, aber irgendwie mag er ihn. Ja, jetzt kommt er zu uns. Ach, das ist so ein Viraxo-liebender Supermutant. Ja, ist doch nett von dir. Ach, hier haben wir es. Oh, you. Hey, you look. Paul? Was wäre denn? Nein! Ach, diese Drecksvieh, das gibt's ja nicht. Bist du schon wieder gestorben? Ja! Was? Warum? Ja! Ja, weil das.
Ja, das Problem war, erstens hatte ich... Ich kann dich nicht mal retten hier. Und zweitens, du hast mit Waffen zwar geschossen, aber mit Waffen, die überhaupt gar keinen Schaden. Warte mal, du, Marc. Marc, guck mal, Marc, guck mal. Ja. Auf Iraxo, quäl dich nicht. Der Feind ist da. Der Feind ist doch. Achso, hallo? Martin, der Feind soll dich nicht in die Hände kriegen. Du könntest das verraten. Boah, ich hasse dich, Thorsten. Du hast so Billigwaffen rausgeholt. Du hast null Schaden gemacht auf das Ding. Ja, ich meine, jetzt diese dämliche 10mm Munitionswaffe, die kannst du knicken. Das Ding hat mich so gekillt. Weil das ist so auf mich fokussiert. Ich hasse dich. Ja. Du hast Billigwaffen. Nee, ich hab ja auch die Munition nicht mehr. Danke. Thorsten. Normalerweise holst du immer dein Scharfschützengewehr und machst so viel Schaden. Ja, aber. Du eine Billigwaffe raus und lässt mich komplett allein. Also pass auf, jetzt. Wir machen das nochmal. Komm erstmal auf die Map und dann pass auf. Dann hole ich aber meine. Ist doch richtig. Los, jetzt gehen wir an die Supermutanten. Marc ist fertig mit Zähneputzen. Ja, ja. Dann lass uns vorwärts gehen. Das war so viel. Dann lass uns da hingehen, wo wir eigentlich schon waren. Ich hab mich so allein gefühlt mit so einer billigen. Da liegt immer noch mein Sack rum. Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen liegt. So, weiter geht's. So, ich hab jetzt meine. Ne, ich hab jetzt meine. Ne, ich hab die jetzt. Ja, na ja. Ja, jetzt hast du wieder die richtige Waffe. Ja, jetzt geht los. Du bist so ein Sack, echt doch. Ja, ich wollte die andere auch. Da hab ich nämlich 800 oder 900 Schuss. Achtung, ja, aber, stehen bleiben. Ja, aber das Problem ist, die machen fast gar keinen. Bleib hier. Schaden. Martin, bleib hier. Ist viel zu weit weg. Nein, ich hab den schon. Ich hab ja. Ja, jetzt hast du wieder die richtige Waffe. Ne? Ich hab ja die richtige. Da rennt der schon wieder. Bleib doch mal hier, von hinten. Ja, bleib mal hier, bitte. Ja, warte. Aus der Distanz. Heute kein. Ja, ich kann ja nicht mit der Schrotflinte aus der Distanz. Nein, du musst dir eine Waffe machen, die das bringt. Na gut, das stimmt schon. Ich kann nicht hoppen. Die macht wenigstens richtig Bums. Oh. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall gebracht, so. Also gut. Krokop. Warte mal. Krokop. Im Kopf sind Krokop. Echt jetzt? Ja. 30er Munition brauche ich aber nicht. Ja, ich auch nicht. Ich schieße nicht wieder auf mich. Ach, hier doch von oben. Und den habe ich in den Fuß geschossen, das konnte er nicht ab. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Was stimmt denn alle so? Ah, ist wieder einer oben. Klar. Auch durch die Fenster durch. Ja, ja. Achtung. So. Upsi. Ja, ja. Oh. Verschieden. Ich schmeiß sie mit Granaten. Ich schmeiß sie mit Supermutanten. Das Zellen. Was sind das? Der Fusionszellen dabei. So ja, die sind so. So, warte mal. Sind irgendwo. Ja, das ist ein Problem. So, wie kommt man denn hier hoch? Ah, ich hab den Eingang gefunden. Kopf. Mein Kopf tut weh. Warte mal. Nein! Ah, warte mal. Ah. Das ist gut. Hilfe. Oh, ich bin tot. Gott. Verdammt, ey. Oh Gott, hier sind so viele. Oh, ich bin sowas von tot. Warte mal. Tot, der geht's gar nicht. Nee. Der ist wirklich zu Boden gegangen. Ich hab's gesehen. Der ist zu Boden gegangen, aber er lebt noch. Ja, das heißt, er hat 16 Sekunden. Scheiße. Ich weiß ja nicht, wo die hier rumstreiten. Oh Gott. Oh, hau ab hier. Hau ab hier. Scheiße. Oh, Junge. Warte mal. Oh, versteht die ganze Zeit. Was sagt der Duschlampe? Okay. Er hat Duschlampe gesagt zu mir. Duschlampe. Aua. Aua. Oh, scheiße. Ich bin zurück. Ich hab mich nur gehalten. Ich bin zurück. Oh Gott. Oh Gott. Hauen! Kaputt machen! Töten! Hau ab hier!
28! Oh, 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 oh. Happy. Hau ab! Nein, du brauchst mich nicht hauen. Oh, Hilfe! Alter, ey. Echt heftig sind die. Ja, die sind echt heftig. Und Tutu ist mal wieder alleine im Haus. Aua, oh, 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 oh. Ich muss weg. Er gibt schon wieder. Nein, nicht hauen! Ich muss weg hier! Du mich sehen, Mensch! Ah, ich sehe was anderes. Nein! Oh. Oi, das ist nicht gut. Oh, verdammt! Und er ist... Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss mich auch bewegen. Oh, ja. Alles tot ist tot. Oh, oh, nee. Oh, Hilfe, Hilfe. Boah, Alter, wie gehst du hier ab, ey? Sterben. Sagst du mal, was willst du? Level 28, ey. Junge, geht's ja ganz schön ab, ey. Ja, die haben wir. Oh, Junge. Stirbt doch, du Drecksvieh. Zerschlagen! Der letzte Patrone. Ah. Die andere Waffe. Da ist die Waffe. Scheiße, ey, ich brauche eine andere Waffe. Schnell. Rakete, was ist mit Scheiße? Alter Falter, ey. Aber ein heftiger Angriff, also ganz ehrlich. Oh, war gut. Ja, 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 aber geil. War richtig. Sind die jetzt alle erledigt? Glaube ich nicht. Nee, ne? Glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Komm, wir suchen sie. Jungs, hallo! Wo ist, wo ist der 28er? Wo ist der 28er? Da oben. Warte mal, ich... Eine Waffe. Oh, Junge. Oh, Junge. Das ist ganz schön hart zur Sache. Oh, warte mal. Oh, Scheiße, die werfen aber so. So, warte mal. Achtung! Granate! Da ist er! Yeah! Auf geht's! Sehr komm schön. Her, Junge! Pumpkorken, 3800 für deine Dose so. Und Jagdgewehr, oh. Merkt er nicht. Laser-Scharfschützengewehr, oh. Das kannst du ja vergessen, da ist ja kaum Schaden. Baseball-Granate. Ein abgeschlossener Koffer, ich breche meine Handklammer ab. Mann, ja, mach das mal. Irgendwo ist hier ein Radio, ich hau hier ab. Scheiße! Das war echt heftig, meine Fresse. Ach, Scheiße, ab. Oh, alter Falter. Ja, ja. Kommt aber gut. Ah, Du klappst dich nicht. Leider ein guter Mann, Alter. Gefängnis unten geht ja Buttercup, Roboter rechter Arm und Roboter robuste Lederrüstung. Roboter kommt. Wir müssen die Wollen Aufnahme mal. Denn mal und so, ne? Ja. Hier ist noch ein Büro-Dings. Wir können gleich weitermachen. Erstmal tschüss. Tschüss. Oh Gott.